Jeder, der etwas erreicht, muss wie eine Brechstange sein, Achi. Der muss da durchgehen. Glaub es mir. Und das ist leider etwas, was viele Leute auch in der Sunna verpasst haben und vergessen haben. Wenn du dir das Leben vom Propheten a.s. anguckst, ja, wenn du dir das Leben anguckst, die Leute reden immer nur über die Freundlichkeit. Aber die vergessen eine der wichtigsten Eigenschaften eines Daya, das ist die Entschlossenheit. Guck dir mal die Entschlossenheit vom Propheten a.s. an. Achi, das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Achi, der ist bereit, egal. Und du siehst keine einzige, Bruder, heutzutage ist es immer so, also du siehst kein einziges Mal, dass der etwas wegnimmt von seiner Botschaft. Guck mal, wie oft sie ihm angeboten haben. Guck mal, mach doch erstmal so und erstmal so. Guck mal, wann wurde das herabgesandt? Als sie versucht haben, Kompromisse mit ihm zu schließen. Ja, was hat er gesagt? Nee, er hat das nicht angenommen. Dann, was ist passiert? Abu Talib ist zu ihm gekommen. Hat gesagt, hör doch auf das, was sie dir angeboten haben. Was sagt er? Selbst wenn sie dir mir die Sonne in die rechte Hand und den Mond in die linke Hand geben, ja, werde ich diese Botschaft nicht verlassen, bis ich mit ihr kaputt gehe, sinngemäß. Ja? Bis ich mit ihr vernichtet werde, sozusagen. Dann guck mal, als die Mekkaner zu ihm gekommen sind, haben ihm ein Angebot gemacht. Wenn es das, was du willst, Geld ist oder Macht ist oder was auch immer, wenn du Frauen haben willst, wir geben dir die meisten Frauen. Wenn du Macht haben willst, wir geben dir Macht. Heutzutage, die Leute hier in Deutschland mit ihren Gedanken, die würden denken, ja, warte mal, ist eigentlich eine gute Idee. Machen wir erstmal ein bisschen langsam, reden wir erstmal nicht über diese Sache, kriegen wir diese Macht und dann können wir ja danach können wir ja dann die Botschaft bringen. Aber Achi, was ist das Ziel der Dawa? Das Ziel der Dawa ist, die Botschaft zu bringen. Das Ziel der Dawa ist gar nicht, die Macht zu gewinnen. Verstehst du, ist das, was viele verstehen? Bruder, es ist nicht das Ziel, die Macht zu gewinnen. Das Ziel ist, die Botschaft zu bringen. Nichts anderes. Und wenn du damit untergehst, bist du untergegangen. Aber wenn du die Botschaft bringst, dann wirst du Erfolg haben. Aber wenn du die Macht haben willst, wirst du auf die Schnauze fallen. Das ist das Problem. Und das ist bei allen passiert, die das haben wollen. Und glaub es mir, du siehst das heute immer, Bruder, immer, immer. Es kommt immer mit, ja, nee, Hekma, das ist immer die Ausrede. Weil natürlich, die Leute werden nicht sagen, wir sind zu ängstlich dafür, wir haben zu viel Angst, die Wahrheit zu sagen. Oder, ja, nee, das ist falsch. Können sie ja nicht sagen. Also, sie müssen das ja irgendwie begründen. Also, wie begründen sie das? Sie begründen, dass sie also von dem Islam Sachen wegnehmen, indem sie sagen, ja, du hast schon recht, aber das ist Hekma. Ich sag dir, Bruder, die größte Hekma ist es, die Wahrheit zu sagen. Weil derjenige, der die Wahrheit sagt, wird von Allah unterstützt. Das ist es. Und das ist das, was man falsch versteht. Guck mal, der Prophet a.s., seine Hikma in der Dawa, wie war die gewesen? Hat er jemals etwas verschwiegen? Nein. Der hat die Wahrheit gesagt. Der hat nicht gesagt, ja, Juden, Christen, alles wunderbar, Friede, Freude, Eierkuchen. Hat er nie gesagt. Sondern die Hikma war, wie man es gesagt hat. Ja, dass man gezeigt. Und was ist das damit gemeint? Dass die Menschen spüren, du willst das Beste für sie. Das ist das. Dass die Menschen spüren, dass du das Beste für sie willst. Ist genau wie mit dem Postboten. Ein Postbote, ja, der kann dir die Tür eintreten und mit dem Hammer die Tür einschlagen, das Paket ins Gesicht reinwerfen. Oder er klingelt an der Tür ganz höflich und sagt, ja, schönen guten Tag, hier ist mein Paket. So, an dem Paket darf der nichts ändern. Die Frage ist, wie er das Paket rüberbringt. Wir können an dem Paket nichts ändern. So, und dann ist eine andere Sache dort ganz wichtig. Die andere Sache ist, was viele Leute nicht verstehen, wir müssen gucken, wo wird der Islam angegriffen?